Servus Freunde, willkommen zu einem neuen Pokémon Online Battle. Endlich mal wieder seit langer, langer Zeit. Ja, ich weiß. Aber das lief deswegen so ab. Ich wollte Pokémon Online schon früher wieder aufnehmen. Und ja, man hört leise Pokémon-Musik im Hintergrund, wie immer. Aber ich konnte es nicht mehr spielen, weil es sich geupdatet hat wegen der 6. Generation. Und ja, deswegen konnte ich es nicht verwenden. Deswegen habe ich jetzt mal das Update auf den neuesten Stand gebracht. Und ich sage euch gleich, Leute, ich habe keine Ahnung von der 6. Generation. Das wird jetzt lustig. Natürlich werde ich nur mit Pokémon der 6. Generation antreten. Und vom Typ Fee habe ich genauso wenig Ahnung. Also gucken wir mal. Da ist das erste. Okay, kann man hier irgendwie weitergehen? Defensiv, ja. Spezialangriff. Feuer-Psycho ist auch eine interessante Kombination. Die Shiny sind dann offensichtlich noch nicht veröffentlicht. Oh, das scheint auch ziemlich stark zu sein. Wasser-Unlicht, genau wie Tohaido. Wie sieht das Teil hässlich aus? Normal Boden. Auch eine seltsame Kombi. Das Teil ist schnell. Gut, nehmen wir mal Fiaro. Was hat das für Attacken drauf? Vertrauenssache. Achso, sinkt den generischen Spezialangriff um 1. Aber es ist ein Feuer-Pokémon und kann Nitro-Ladung, das ist an sich ganz gut. Wie soll ich es denn auslegen? Ja, ich will tauschen. Hallo. So. Nein, das will ich nicht. So. Männlich, weiblich, Flammkörper. Was macht denn Orkanschwingen? Ich sollte mich mal ein bisschen informieren. Ach, was soll's, nimm mir einfach die Orkanschwingen. Angriff werden wir keine DVs verteilen. Ja. Ich würde die Initiative hochkloppen und den Spezialangriff. Der restlichen der restliche Punkt geht in die KP. Ein Feuerflug, das bekommt natürlich von mir einen Fokusgurt. Ist natürlich genauso wie Glurak extrem anfällig gegen Steinattacken und vor allem gegen Tarnsteine. Ist zwar ein bisschen dumm, wenn da Tarnsteine kommen, aber naja. Okay, ich gebe ihn die Nitro-Ladung. Dann auf den Ruheort kann ich eh verzichten. Den Sturzflug, den Stahlflügel und was noch? Was für eine gute Attacke. Ich würde mal sagen, als Moment mal, Bärenkräfte? Nein. Ich würde mal sagen, als Notfallattacke gebe ich ihm die Fassade. Okay, zweites Pokémon. Wie hieß das Teil jetzt? Fiaro. Gut. Das ist das nächste. Ein Käfer. Gut, das Teil scheint nicht so stark zu sein. Feuer normal, auch eine interessante Kombi. Fee, da ist der erste Feentyp. Mit Feentyp kenne ich mich nicht aus. Gegen was war. Alter Schwede, hat das eine Spezialverteidigung. Ja, was war der Feentyp? Er war anfällig gegen Feuer. Gegen Gift. Und war sehr effektiv auf. Also, Feenattacken sind sehr effektiv auf Drachen. Ich glaube, Unlicht. Psycho bin ich mir nicht so sicher. Nehmen wir einfach mal, damit wir es testen können.
Okay, das Teil hat eine immense Spezialverteidigung. Also gehen wir natürlich auf die physische Verteidigung. Weiblich, Blütenhülle, Nutznießer. Beide Fähigkeiten kenne ich nicht, leider. Aber ich würde das Teil mal defensiv aufbauen. Wow, 407 Spezialverteidigung. Wow. Da geben wir wieder 0. Oder soll ich ihm die Kraftreserve beibringen? Nein. Das Teil braucht keine Kraftreserve. Okay. So, da gibt es ja neue Items. Glurak Need X, Glurak Need Y. Das sind die Mega-Entwicklungen. Hundemonoid. Ja. Wisst ihr Bescheid und so. Wo sind denn die Überreste? Ganz unten. Aber ich glaube, damit man die Mega-Entwicklung auch sehen kann, werde ich mal eines testen mit Hundemon. Okay, was kann das Teil denn? 80, 40 trifft immer. Säuselstimme trifft immer, okay. Zauberschein. Zauberschein macht anscheinend gar nichts, okay. Dann geben wir einen Zauberschein. Den Energieball würde ich sagen. Was ist denn das? Floraschutz. Achso, erhöht die Verteidigung aller Pflanzen-Pokémon. Ja. Mondgewalt. Mondgewalt ist auch stark. Dann geben wir ihm Mondgewalt und statt Zauberschein geben wir ihm Psychokinese. Ey! So, du kommst weg. Dann kommt eben hier die Schlafrede. Oder nein, das Schutzschild noch besser zum Abfacken. Muhaha. Okay, jetzt kommt Hundemon, damit ich das mit dem Mega-Entwicklung auch mal testen kann. Ich persönlich halte zwar nichts davon, aber was soll's. Okay. Item Hundemonoid hieß das Teil. Da. Ich würde natürlich ein scheues Wesen nehmen. Hundemon geht bei mir auf die Verteidigung. Muss natürlich männlich sein. Feuerfänger und Frühwecker sind beide eigentlich unnötig. Ich würde mal die Anpassung wählen. So. Ich werde es natürlich speziell auslegen. Aber, welche Attacken gebe ich ihm? Wo ist sie denn, die Finsteraura? Ich könnte es wie mein klassisches Hundemon machen. Und jetzt trägt es schon das Hundemonoid, das ist das Problem, sonst hätte ich ihm Fokusgurt gegeben. Flammenwurf, Finsteraura. Kann das irgendwelche guten Spezialattacken noch? Ja. Kann es nicht. Also als Matschbombe und Röntgenschmied mache ich es wie mein alle meine klassischen Hundemons. So, nächstes Pokémon. Moment, da waren wir nicht. Da waren wir. Vehikel, ja. Pokémon-Namen sind idiotisch. Das Teil hat einen guten Angriff, aber arschlangsam und hält nichts aus, also. Koiwaff. Ein Hund. Sieht geil aus. Das wäre noch ein Pokémon für mein reines Hunde-Team. Oh, Defensive. Oh. Oh. Stahlgeist, okay, du wirst genommen. Wird natürlich auf Defensive aufgebaut. Wow. Das Teil knüppelt rein. Aber dann werde ich ihm das Wesen hart geben, damit es wenigstens physisch etwas auslösen kann. Wo ist es denn? Wo ist das harte Wesen, hä? Bin ich blind? Zart? Okay. Hart, da.
Ja gut, der Angriff ist nicht ganz so gut, aber was gebe ich ihm denn? Counter-Style Cosmic Kraft wäre ziemlich übel. Oh, Schattenstoß. Okay. Dann ist das Teil sogar schneller. Königsschild. Ja, kann ich jetzt nicht entziffern, ist mir egal. Kann das Teil Lichtschild? Ich habe eine Idee. Haha, Erholung zum Abfacken. Wo ist die Maronbeere? Magobeere? Maronbeere, so. Dann das Teil eigentlich langsam. Nein, ich nehme kein Gyroball, das ist mir zu riskant. Aeroass packe ich noch rein. Und als zusätzliches Step noch den Eisenschädel. Ja, lassen wir so. Das Moveset könnte zwar besser sein, aber es ist mir egal. Okay. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, da waren wir. Sehen seltsam aus, die Teile. Unlicht Psycho, das ist auch mal eine geile Kombi. Das Teil sieht geil aus. Was zum... Da, okay, dafür sieht das umso beschissen aus. Oh, das Teil hat auch eine gute Spezialverteidigung. Giftdrache? Was für Kombis. Das sieht so ähnlich aus wie... Schrimpf von... Also ein Pokémon, was Sui Shimaru entworfen hat. Nee. Okay. Oh! Das nehme ich mal. Titankiefer. Das klingt schon geil. Okay. Auf Angriff und KP. Den Rest packe ich in die Verteidigung. Das Teil geht bei mir mal nicht auf Initiative. Wesen gebe ich in eins. So, was die Spezialverteidigung ein bisschen höher macht. Nein, da gebe ich da einen Punkt weg und gebe ihn da dazu. So. So. Item. Ich würde mal sagen, ein Muskelband, oder? Klingt perfekt für so ein Pokémon. Muskelband. Und ich würde mal schätzen, weil es Titankiefer hat, dass es, dass Beißattacken verstärkt werden. Stein. Drache Stein. Oh, das Teil kann Drachentanz. Oh. Böse. Okay, Drachenklaue, Drachentanz. Donnerzahn und Knirscher. Scheißen wir mal auf den Drachentyp. Das kann böse reinhauen. Und das letzte Pokémon. Wo waren wir jetzt? Da unten waren wir, glaube ich, schon, oder? Ja. Was war das? Jetzt habe ich mir die Überraschung verdorben. Okay. Das sieht geil aus. Das ist Evoli, also eine weitere Evoli-Entwicklung. Das Teil ist auch nicht schlecht, aber... Naja. So, wieder so ein Pikachu-Verschnitt. Was ist denn das? Was zum Geier? Das Teil ist stark. Aber gucken wir uns noch den Rest an. Ja, das ist wieder so ein Drachen-Pokémon. Mit enorm wenig physischer Schlüsselanhänger. Mit enorm wenig physischer Verteidigung. Also bitte, Leute.
Das Teil sieht auch scheiße aus. Aber naja. Kann man davon halten, was man will. Oh! Was für eine Verteidigung. Und was für ein beschissener Name. Und der ist ja noch schlimmer. Und das Teil sieht auch potthässlich aus. Das sind die legendären Pokémon, die beide genau denselben Statuswert haben. Und irgend so ein anderes verrücktes Teil. Aber entweder nehme ich das oder das mit der anderen Verteidigung. 184. Wow. Wo war das andere? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das da. Aber das Teil hat wenig KP. Das ist das Problem an der Sache. Obwohl, das Teil hat auch nicht mehr. 95. Wo war jetzt das andere? 50. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich nenne das da. Männlich. Ja, Tempomacher. Das ist gut. Ich werde natürlich die Spezialverteidigung aufmotzen. Nein. So. Spezialangriff hat es aber allerdings wenig. Ich werde noch auf die KP gehen. Den letzten Punkt in die Verteidigung. Item, ja. Keine Ahnung, da muss ich zuerst die Attacken gucken. Okay, das Teil ist ziemlich langsam. Ich wette mal, es kann kein Gyroball. Oder? Doch, kann es! Ja, Gyroball. Oh, tut mir leid, Leute. Aber dann habe ich eine andere Idee. Nein. Dann werde ich... Nein. Dann werde ich die Initiative verringern und die Spezialverteidigung erhöhen, dass der Gyroball noch stärker wird. Dann die Lawine als guten Step. Puderschnee. Erinnert mich an Pulverschnee. 10% zum Einfrieren, ja. Okay, Gyroball, Lawine. Was noch? Das Teil kann Genesung. Da das Teil ziemlich langsam ist, lasse ich das. Okay, Genesung. Und Schutzschild. So. Item bekommt es. Ja, was? Welches Item könnten wir ihm geben? Was ist das? Schutzbrille? Weiß ich nicht, was das macht. Okay. Ziegelbrief? Ah, nee. Ach, geben wir ihm auch die Überreste. Okay, das ist mein Team. Feuerflug, Fee, Unlichtfeuer, Stahlgeist, Steindrache und Eis. Ich habe zwei Feuer-Pokémon, das ist nicht so cool. Aber naja, zurück zur Übersicht. Das Team nenne ich X und Y. Gut. Gucken wir nochmal. Team Builder, X und Y. Okay. Gehen wir mal online. So, gucken wir gleich mal, ob sich einer uns in den Weg stellen will. Ja, da bin ich der Anzeiger. Meine Teamkollegen sind nicht da. Und Waste Sun ist wahrscheinlich auch nicht da, was irgendwie schade ist. Wolfgang? Ey, komm her. Nein. Du. Gucken wir mal, ob er kämpfen will. Hm.
immer wieder neue rein, oder was? Tiers, Tränen. Ey! Lass das in Ruhe. Dich wollte ich nicht. Dich wollte ich auch nicht. Dich wollte ich. Ui. Ich weiß nicht, ob meine Uber sind. Keine Ahnung. Ties ist beschäftigt, okay. Gegen wen kämpft er denn sonst? Wer bietet sich noch an? Annalena? Hat kein Team. Battle Factory Tier. Ja, und was ist Battle Factory bitte? Keine Ahnung. Asuya? Hat eine andere Generation. Ach, da mache ich es einfach so. So. Kampf suchen. Oh, da ist schon einer. Aus das Lucario, Gengar, Domphan, Hytera, oh, und Ramot. Okay, annehmen. Ah. Okay, schreiben wir ihn mal. So, auf einen guten Kampf, denn ich bin fair. Gengar gegen Fiaro. Das ist scheiße. Nitroladung. Donnerblitz, oh. I test the sixth generation. Ja, der Typ spricht wahrscheinlich Englisch. Nitroladung war nicht so gut. Scheiße. Okay. Ja. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, ob das Teil jetzt schneller ist als Gengar. Das ist das Problem. Sonst würde ich einfach Kamikaze-Sturzflug. Toll. Junge, du hast gerade mitten in einem Video aufgegeben. Aber naja, was soll's. Nochmal Kampf suchen. Und da ist schon der nächste. Despota, mein Lieblingsgeier, Xerox, Panzeron. Oh. Ja. Und da schreibe ich jeden, weil es nun mal fair ist. Ich wette, da kommt Tarnsteine. Ich könnte sowas von kotzen. Jetzt schon. Ist egal. Stahlflügel. Steinkante. Gingane. Aber der Sandsturm. Ja. Das war's natürlich für Fiaro. Was tue ich jetzt? Schicken wir mal dich raus mit deiner monströsen Verteidigung. Der Eisenschädel sollte trotzdem Schaden machen. Scheiße. Das ist ziemlich dumm. Aber setzen wir mal Unlicht gegen Unlicht ein, Hundemon. Was ist das? Okay. Ah, ich dachte schon. Ach so, er hat Verhöhn eingesetzt. Scheiße. Flammenwurf. Das hat enormen Schaden gemacht. Autsch! Ja. Ich bin am Arsch. Jetzt schon. Schicken wir mal dich raus. Ich weiß, du hast keine gute physische Verteidigung, aber versuch's trotzdem, Energieball. Ich wollte gerade sagen, er wechselt bestimmt. Schutzschild erstmal. Schwertanz, bloß nicht. Kollege. Patronenhieb. Und Xeroxonit, oder wie das Teil heißt. Ah, das Teil wird mich jetzt zerstören. Das war gut ausgewechselt, sonst wäre Xerox jetzt tot wahrscheinlich. Weil Finstaura macht trotzdem gut Schaden. Schwertanz schon wieder. Nix da.
Oh. Jum. Und ich habe keine Ahnung, wie man das Hundemonoid einsetzt. Der wird garantiert wieder auf Sherox wechseln, das könnte ich wetten. Ich hoffe mal, dass... Obwohl, das Teil kann nur scheiß Attacken. So ein Mist, ich habe verloren. Oh, Despotar. Nein, er wird wieder auf Sherox wechseln. Nö, wird er nicht. Okay, jetzt wechselt er wahrscheinlich. Mondgewalt. Ist sehr effektiv. Toll, hätte ich das gewusst, hätte ich es gleich eingesetzt. Ja, Mondgewalt ist nicht so gut. Aber Psychokinese und Energieball sind genauso schlecht. Mir bleibt nichts anderes übrig. Angriff steigt. Ja, das ist jetzt mehr als scheiße. Dein Patronenhieb tötet mich. Das Teil dreht sich zu mir. Okay, einmal Schutzschild. Bringt eh nichts, aber... Versuchen es wir mit der Lawine. Ich hoffe mal auf meine... Das Teil kann Ruheort. Scheiße. Ja, der Patronenhieb sitzt total. Und tötet mein Team. Ja. Guter Kampf, Junge. Gut gekämpft. Ja, ich bin eigentlich ein ziemlich schlechter Verlierer, aber wenn jemand gut kämpft, muss man das ihnen auch sagen. Suchen wir noch einen Kampf. Ah, da ist der nächste. Ein Ditto, Lavados. Oh! Ich sehe gerade. Fuck off. Und Filinara hat er auch, okay. Auf einen guten Kampf. Okay. Er hat Tentantel rausgeschickt. Wir sind auf jeden Fall schneller und mit Nitro-Ladung können wir uns weiter aufmotzen. Aber ich glaube, er wird wechseln. Das Gute an der Sache ist, wir sind dann höchstwahrscheinlich schneller als sein nächstes. Und durch die freie Initiative-Boostung hätten wir auch gute Chancen. Oder lässt es drin und muss enorm einstecken. Also, Lavados, ja. Macht aber nichts, wir sind jetzt wahrscheinlich schneller und setzen den Sturzflug ein. Ja, der macht trotzdem gut Schaden. Orkan. Ihhh. Das war etwas zu stark. Gut, dann setzen wir mal unser Felsmonster ein. Was dieser Kerl nicht weiß, dass wir keine Steinattacke drauf haben. Ja. Drachentanz und gleich nochmal. Ihhh. Donnerwelle, Egelsam, okay, so einer bist du. Angriff. Oh. Bitte, mach ein Double KO. Jetzt habe ich es nicht bemerkt. Achso, ich war paralysiert. Scheiße. Okay, Fee ist gut gegen Unlicht, wenn ich mich nicht irre. Und ich weiß nicht, ob Felinara speziell ist, aber sieht höchstwahrscheinlich so aus. Setzen wir mal das Teil hier ein. Wir sind den Geistattacken gegen Feen. Ja gut, Gena. Nein, Kollege. Wunschtraum. Okay. Oh. Weißt du was? Du gehst mir auf den Sack. Flammenwurf. Das ist jetzt doof. Nochmal Flammenwurf. Es hat sich geschützt. Weißt du was, Rankenschmied? Leck mich. Ja, war klar. Nein! Oh Mann! So. Jetzt mache ich kurz einen Prozess mit dir. Da, er hat auch einen Hundemon. Ich habe zum Glück jetzt den höheren Spezialangriff. Und er tötet mich trotzdem. Ja.
Hundemund ist erledigt, zum Glück. Lavados. Feuersturm ging zum Glück daneben wegen Schutzschild. Ich versuche es nochmal. Schlug fehl und ich bin tot. Toll. Ich habe jetzt ein Problem. Oh. Ja, ich habe ganz gewaltig ein Problem, Leute. Ich glaube, das war's. Gyroball. Ja, ich bin tot. Ja, toll, seinen YouTube-Kanal einblenden. Obwohl, das könnte ich eigentlich auch. Klar doch, warum mache ich es nicht? Na gut, ich würde mal sagen, dass das erste Video von Pokémon Online war. Und es werden jetzt wieder weitere kommen, da ich jetzt auch auf die sechste Generation zugreifen kann. Aber wahrscheinlich werde ich nur fehlen. Naja. Das war Pokémon Online. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.